Ja, unfassbar Kreativspielformen. Das Buch ist fertig. Es ist einzigartig. Es ist heute offiziell erschienen. Und wer erwartet, dass das Ganze ein Bilderbuch ist, den muss ich leider enttäuschen. Hier sind extrem viele Informationen drinnen. Aber wir haben ein Goodie für euch. Und zwar gibt es hier QR-Codes drinnen. Und mit diesen QR-Codes könnt ihr euch Videos anschauen. Und jetzt kommt das Ganze. Es werden immer wieder neue Videos in das Buch hineingegeben. Ja, das finde ich auch sehr kreativ, könnte man sagen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir haben unheimlich lange gebraucht, diese Kreativspielform so zu setzen, wie wir sie besitzen. Weil es geht nicht darum, Spielform zu erfüllen und sie dann anzubieten, sondern wir wollen es ja auch systematisieren. Das ist kein Scherz. Kreativität kann man systematisch erarbeiten oder erwerben. Und da ist sehr viel Diskussion, wir beide, das war unendliche Geschichte. Aber sehr viel ausprobiert worden. Sehr viel ausprobiert worden, genau. Wir haben es also durchgetestet und wir haben trotzdem nochmal zum Schluss, wo es eigentlich quasi fertig war, haben wir es doch nochmal verändert, weil wir da auch Kleinigkeiten gespürt haben, dass es so nicht passt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ihr hättet es mit Sicherheit nicht gemerkt, aber wenn wir es merken, dann ist das Grund genug, da nochmal dran zu fallen. Und ich glaube, das Ergebnis, nach so vielen Stunden und Quatscherei. Es ist fantastisch. Genau. Und was auch ganz wichtig ist, wir wollen ja mit diesem Buch euch nicht nur das Buch verkaufen, sondern wir wollen auch mit euch gerne im Dialog bleiben oder kommen, um zu sagen, lasst uns doch von unten heraus, von oben kommt da wahrscheinlich nicht so viel, von unten heraus unsere Jugendspieler, unsere Nachwuchsspielerinnen und so weiter, lasst sie doch jetzt in diesem Spielform ihre Kreativität endlich mal ausleben und schütten wir sie nicht zu. Ja, das ist so, glaube ich, unsere Botschaft, oder? Das ist genau die richtige Botschaft. Schütten wir sie nicht zu und lassen wir sie frei. Noch einen schönen Satz zu meiner Lieblingsstadt Nummer 5 auf dieser Welt. Das ist tatsächlich Wien. Ne? Schöne Grüße aus Vienna. Ne? Liebe Grüße aus Vienna. Ciao. Ciao.